So, Mann, das hat ja geklappt, als hätte ich es beschworen. Dann zeigt die gute Frau tatsächlich in live getroffen und die hat mir den Schlüssel gegeben. Eine Kundin. Haben wir heute abgequatscht, die soll den Schlüssel abgeben bei Presse Britzke. Aber die sind ja gar nicht auf. Was ist denn da los? Warum sind die nicht auf? Was denn? Presse Britzke haben die offen. Ich weiß ja nicht, ob es läuft. Es ist furchtbar eigentlich. Guten Morgen. Läuft schon? Guten Morgen. Läuft schon? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe schon wieder gebastelt. Andere Kamera. Der Ton ist eine Katastrophe. Bei dem anderen Ding. Irgendwas funktioniert da nicht. Ist egal. Ich mache jetzt Frühstück. Und dann probiere ich hier mit dem Extremgestell. Ob das hier mit dem Ton klappt, das weiß ich nicht, weil jetzt muss ich alles festtapen. Ich hab das total eingetaped schon, das Teil. Wie viel Sätten sind denn das? Jetzt klebe ich noch den Stecker fest, hier, mit Tape. Damit der nicht abhauen kann. Das ist ja wirklich unglaublich, ey, was man hier alles machen muss. Hallo! Ja, heute ist eine Ärztin früh. Da sagst du dann auch, wenn du auf Toilette musst, okay? Weil die haben auch eine Toilette, ja? Die haben eine Toilette. Okay, Lumen? Gut. Lumen weiß, wo die Toiletten sind. Rad raus und los. Das Montagerad. Und jetzt geht's los. So. Also ja, ich muss heute gucken. Morgen, übermorgen. Ich muss gucken, wie es bestellbar ist. Ja, tatsächlich. Ja. Bei dem Kettenblatt vorne ist ein bisschen problematisch eventuell. Mhm. Poi Gott. Ach so, ich habe ja noch. Deswegen mag ich es nicht, wenn Aufgaben liegen bleiben. Dann kommst du runter und hast nämlich gleich die nächsten Aufgaben hier. Ich hasse es. So, habe ich natürlich jetzt total vergessen. Licht. Das checken wir mal. Ach so, toll. Fantastisch. Tommy, du bist der Beste. Das war der Kontakt und vorne ist es wahrscheinlich die Glühbirne oder irgendwann rum. Moin. Moin. Macht ihr nur Fahrradverleih oder auch Reparatur? Wir machen Reparatur. Ja, ich war gerade auf dem Weg ins Büro und hat vorne einen Platten. Ja, ich glaube, das war lang überfällig. Ich vermute Mantel, Schlauch, das muss alles mal überholt werden. Will ich das Rad bei dir lassen und morgen abholen? Jo, kannst du. Ja, zeig mal. Zeig mal, wie es aussieht. Ich hab's oben. Alles klickert, alles macht. Naja. Desasterantrieb hier. Die Zähne sind spitz. Könnt ihr das sehen? Ja, da ist nichts zu löten mehr. Kette ist durch. Antrieb hinten, Ritzel sind kaputt. Kette ist hoch. Ist die viel zu lang eigentlich? Oder? Gut, er fährt normalerweise im oberen Zahnkranz, nur im großen Kranz. Nur. Warum er den Umwerfer abgebaut hat, weiß ich nicht, weil als Kettenführung ist der ja gar nicht so verkehrt. Den sollte man eigentlich beibehalten. Schön, schönes Peugeot. Ich baue den Antrieb mal auseinander und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bereite das vor quasi und muss die Kettenblätter muss ich bestellen. Das Kettenblatt, das werde ich nicht unbedingt zwingend da haben. Die anderen finde ich alle doof. Deswegen mache ich dir den Hof. Jo, was haben wir denn gemacht? Vorbereitet ist es, auf alle Fälle. Da ist das Hinterrad, Kette, Dings und Bums. Osterkiste? Komm, gucken wir mal nach. Wir gucken nach der Osterkiste. Ich mal mir jetzt Lochkreise auf. Was für ein Scheiß, ey. Wirklich, ey. Mann, ey, das ist nicht. Habt ihr das schon mal gemacht gehabt? Find jetzt dieses Ding nicht und mein Zirkel ist. Da fehlt die Mine. Zeig mir Bleistift an hier. Bunden hier. So geht's ja auch. Improvisiert, MacGyver-mäßig. Bei 5 Armen lässt sich das ja nicht so gut ausmessen. Ja, ist schon eher 120. Oder 125? Ich weiß nicht. Also
Gut, es ist wie gesagt, die gibt es ja nicht mehr. Das Mars wird ja nicht mehr produziert oder so. Ich ärgere mich gerade. Moin. Limited von, wa? Ja, na, wenn. Ein Platz kommt durch, kommst du hoch, dein Platz hoch. Mal gucken. Warum hat denn? Da werden wir dann sehen, wie die Leute das, ne? Ach, hin und her schubsen oder nicht, oder was? Schloss wird verkündet, was gibt's denn da? Gibt's da zu diskutieren? Ja, den Mülltonnen muss ich mir auch noch kümmern, nee, das ist ja okay, also wirklich, also nee, also warte, ist ja. Ärgerlich. Ich bin ein bisschen deprimiert. Neuen Schraub kannst du halt dran. Ja, Antrieb, das Zahnkranz gibt's nicht. Ich hab hier was, warum ich das ansage. Alter Stronglight-Maß. Das ist ja, bei alten Rädern ist das so. Manche Sachen muss man suchen, manche Sachen sucht man ewig. Aber ich werde das finden. Aber ich kann das erst heute Nacht suchen. Hinterradblatt, Bremse, Hebel vorne, braucht eine Schraube. So, Felge ist durchgebremst. Gut. Da draußen machen sie und tun sie. Seit gestern ist hier Lärm an der Straße. Um Gottes Willen. Ach, was ist denn da los, ey? Die ganze Ratte ist im Arsch. Na, hier waren nur platte Reifen, jetzt mache ich nur einen platten Reifen. So, fertig. Die Achse ist im Arsch. Da bringt doch die Bremse ja nicht machen. Ich verstehe nicht. Ich finde die ganzen Buchsen. Hier, wie soll ich denn nee, einfach nur eine Schraube drin ballern? Das geht doch nicht. Ey, Mann. Oh. Ich mache hier ein Schräubchen drin da vorne in die XT-Hebel, aber. Felge ist durchgebremst. Lager ist durch, wenn es so klappert, Lager durch. Bremshebel vorne ist durch. Vorne ist die Felge auch durch. Das ist ein richtig schönes Opferrad. Gut, Schraube durch und fertig. Guckt nicht links, nicht rechts gucken. Ne? Einfach machen. Ich schreibe das alles auf den Zettel, was jetzt defekt ist. Und dann muss es sich entscheiden. Mietradvorbereitung für die Kiddies. Guck mal, diese Geschleife seit gestern. Mann, das nervt aber auch. Das ist ja von meiner Tochter. Und sie hat gesagt, der Hase muss ab. Ja, ich bin hier einfach alle raus, dann werden wir ja sehen. Irgendeins wird schon passen. Pumpen wir mal auf. Fantastisch. Bitte! Ciao! Ich setze die Pumpen wieder in Stand, indem ich die auseinanderschraube und ein bisschen Fett drin mache. Das habe ich ja nicht gesagt. Und naja, jetzt kam Mietradkunden, habe ich das mal unterbrochen. Wilhelm ist da angefahren. Hallo. Ich bin mit der Küche ins Dorf gefahren. Okay, und? Moin. Hey, we want to rent a bike. Do you have an electric bike? No. No? Okay. Only. No, okay. Only a bike. Not an e-bike. Classic bike. Classic bike. Yeah.
Paddlebike. Ja. Gute Ferienband. Ruhig. 26 Zoll. Musik bestelle. Neuen Bremsbelag. Vorne und hinten machen wir noch auf und dann. Ich könnte mal Dennis zugucken. Der macht nämlich heute Essen. Die Schleife da draußen, der tippt mir so auf den Sack. Seit jetzt den ganzen Tag. Wer schleift denn da? Was ist denn hier? Ja, jetzt, hier habe ich schon ewig die Kamera und die taugt nicht. Das ist doch, ich kriege diese scheiß Klebeband überall, damit die Verbindung halten. Das kann halt nicht. Die Kamera taugt nichts. Das ist dann die 5er. Die könnt ihr voll kotzen mit der Kamera. Ja, ich suche mal noch eine, wenn du eine hast. Oder ist es kaputt? Nee, das ist ein Designerstück. Achso, da kriegt ihr da die, da kommt da welche Frau, der liegt in den King. Ja, kannst du mal machen. Ja, dann ist bei mir vorbei. Da sag ich nicht nein. Telefon! Julia, kann nicht wahr sein. Was gibt's da in der Wundertüte? Ein Brett. Das ist gut. Jetzt brauche ich keins mehr, aber ich behalte die gerne für mich zu Hause. Und eins für Thomas im Keller. Dankeschön. Ja, danke, danke. Ja. Hast du auch einen Teller? Das ist heiß, dann pack das, stell das mal unten an. Ja, völlig alt. Ja, und dann wische ich dir nicht den Po. Ach, du bist gemein, ey. Bist du gemein? Aber ich küche mit dir. Ja, aber nicht mehr zu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja alles. Und gerade mal dreimal so. Platten auseinander, Platten wieder hingekriegt, heute wieder zusammengekriegt. Also gepflegt oder kann man meistens nie gepflegt. Immer den Rest auch in hier machen. Ja, ja, gut. Und bedank dich bei Dennis, er hat gekocht. Danke, ja, danke schön. So sieht's aus, bedank dich. Danke schön, danke schön. Machen wir das durch. Wann wurde denn die, wann wurde denn das alles mal gebaut? Das ist ja gar nicht so alt wie der Rahmen. Thomas, morgen früh hole ich dich ab. Früh um 5 Uhr kommst du mit zum ersten Hilfekurs. Schon angestellt? Hi, hallo. Ja.
Magst du einen Keks? Hä? Amerikanisch. Keks amerikanisch? Oh, oder? Die schmecken aber besser mit Rosinen. Der nimmt doch den. Ja, und amerikanisch. Für meinen amerikanischen Freund. Hm? Nee, danke. Dennis, der ist amerikanisch. Was ist der? Ist ein amerikanischer, hier so ein Dingskeks. Das sag ich dir. Amerikanische Kekse haben wir jetzt bekommen gerade und jetzt seht ihr dran hier ans Tretlager. Tretlager raus. Und nur wenn das Tretlager raus ist, nur dann bremsen. Eieiei. Na, ich sehe braun, schwarz. Gibt das nur hier im Laden? Ja, nur hier. Jeder, der was anderes hat, ist ein Lügner. Ein Bold, ein Lügenbold. Und dazu. Da gibt's ja ja nicht, ist ja unglaublich. Ich hoffe, so ist sie neben. Sieht man was? Wahrscheinlich sieht man alles. Man sieht alles. Man sieht alles. Man kann mal über die Schilder gucken. Seit 14 Jahren ist das Rad im Familienbesitz. Hat sie gesagt. Dann brauchen wir mal retten. Oder so. Schönes Essen. Wunderbar. Ein schönes Essen war das. Ach, ist das durch. Guck mal hier den Keil an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, der sieht ja aus hier. Da ist ja nicht mehr zu retten hier. Da kann man nicht machen. Der Keil sieht ja doll aus. Also wie sie auch so lange fahren können, die Leute, ja? Ich meine, das fährt sie doch total beschissen mit sowas. Oh, furchtbar. Also, hier. Ah. So, hier ist ja ach, ist ja ekelhaft. Wir bringen Scheibenwischer an der Linse. Mindestens. Also ich muss ja mal dazu sagen. Früher war alles besser. Genau. Ja. Weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht mal geschafft, die Post auszutragen aus den 50er Jahren. Schon nachts, 21 Uhr. Boah. Er geht ab. Oh. Na, wieder was. Ja oder nee? Also Diebstahl sicher einen Sattel anbauen. So, jetzt denken wir mal die ganze YouTube-Gemeinschaft, wie das funktioniert hier. Dennis, wie funktioniert das so? Wie baut man den Diebstahl sicher einen Sattel an? Na, ganz einfach. Ja, man nehme. Nein, das kann man doch nicht verraten. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Nein. Ja, dann wissen nämlich, dann können die Leute googeln, Bugsattel abschrauben. Nee, anschrauben. Wie ist er gesichert? Ah, nee, sie so müssen ja clever sein, müssen ja googeln, wie schraube ich den Diebstahl sicher an. Hä? Aber die googeln ja, weil sie ja nicht clever sind, wie schraube ich den Diebstahl sicher ab. Ja. Oder so. Also hier, super Idee, einfach eine Fahrradkette durch einen alten Fahrradschlauch ziehen. Fantastisch. Und richtig ablenken. Ah. Bitte, so relativ knirsch. Knirsch. Ui. Ja. Ui. Ist aber ganz schön knirsch. Ja. Ne? Ja, was machen wir da? Noch ein Glied rausnehmen. Ich glaube ich nicht. Man kann es am Sattel ein bisschen hoch machen, weil der sitzt ja eh auf dem Boden. Nee, jetzt ist perfekt. Ja, auf jeden Fall ist jetzt noch ein bisschen Luft dazu. Naja, und hier durch die Strebe. Oh Gott, da machst du auf der Hälfte. Lass dich besser nieder. Das ist wohl wahr. Ah, kleiner Tipp von mir. Ah, das ist sehr schön. Ah, war nicht so lange, sonst wird die Sequenz so lange zum Schneiden. So, und dann wird die ganze Sache geschlossen. Zugenietet. Zugenietet. Und der gemeine Fahrraddieb kommt an, muss man auch mal simulieren. Und denkt sich, oh, ein schöner Rucksattel, ja, was mache ich denn da? Hm, da ist ja eine Kette dran. Hä, ist das Teil des Antriebs? Ich weiß überhaupt nicht Bescheid. So, und jetzt vertüdelst du das da noch und dann ist das klassisch genial. Einfach genial. Dennis, du bist ein Genius. Ja, ist nicht meine Idee. Ach so, nicht? Nee. Hm. Habe ich in der Y gelesen. Das ist gut. Ja. War die Kette dabei?
Als nee, Gimmick? Der Fahrradschlauch war dabei. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Und in der nächsten Ausgabe war der Kettendieter dabei. Ah, nicht schlecht. Ein Teil davon zumindest, so ein Pin oder so. Ja, genau. Guck, die sind teuer genug. Die Pins kosten schon 7 Euro. Ja. Ich habe einen Kettendieter, naja, ich habe so ein Fahrradwerkzeug geholt, so ein Billigwerkzeug. Also, aber das bestimmt ja, einmal funktioniert. Nee, genau. No. Du kannst damit eine Kette entnieten, aber da ist kein Platz, sondern du kannst keine neue Niete draufsetzen. Weil der Platz nicht da ist. Du kannst. Das ist doch kaputt nieten. Das ist quasi so ein Kettennieter dafür, um Buchsättel zu klauen mit dieser Diebstahlsicherung. Genau. Was hast du dazu? Der kostet 7 Euro. Ja, 7 Euro, nein. Wo ich den zu kaufen? Bei der Yps hast du gesagt, das wäre mit dabei. Holt euch mal die Ausgabe für Fahrradhiebe. Nee, da gibt es ein Fahrradwerkzeug. Bei Netto für 30 Euro ein Fahrradwerkzeug mit Kurbelabzieher, mit Tretlagerschlüssel, mit. Na, diese ganze scheiß komplette Werkzeug. Mit Verbandskasten, weil man, wenn sich das Werkzeug abbricht und man es in der Hand hat, blutet man nämlich stark. Nee, der ist im Regal daneben, der Verbandskasten. Achso, aber, ja, aber natürlich muss ja mitverkauft werden, das ist ja der Zubehör. Ja. Ey, was ist los? Yeah! Hier, hast du eine Kamera nur für dich? Geil! Oh, yo, Leute, was geht ab? Ah, wir sind gerade hier in Berlin-Kreuzberg, hier in Neukölln. Ja, ich gebe gleich ein Party, irgendein Konzert. Was soll ich singen? Party-Konzert. Na, mach mal. Was soll ich singen? Ja, keine Ahnung, singen. Genie, von Falco. Schreibt mal auf Kommentare, welche Lieder ihr hören wollt. Und dann singe ich das alles für euch. Immer noch da, oder? Der Boxer ist noch da, aber... Ach so, ja. Weil der Boxer, der wollte sich für den Kampf vorbereiten. Hat nichts. Hey, Junge. Ja, du bist eine. Ja. Nicht schlecht, ey. Ist eine Jeans, wa? Ja, der ist skinny. Skinny, genau. Skinny, Fernanda. Was ist das? Das ist ein Filmvorführgerät. Filmvorführgerät? Und oben drauf liegt eine Gurke. Wie? Hier, eine Gurke. Gurke. Ja, das, ja. Kann man es aufmachen? Ja, kann es aufmachen. Mittlerweile ist kein Filmvorführgerät mehr drin. Wenn es drin vor schon fertig, ne? Oh, Mann, ey, wir müssen unbedingt da produzieren jetzt bald mal hier, Alter. Ja, aber irgendwie. Ja, wir sollen machen Moneta. Oh, Licht ist an. Mille ist das Anfang und Ende. Es gibt zwei Wege, Tod oder Zelle. Oh. Tag, Tag, kurz auf die Stelle, Digi. Was ist das? Bier? Ah, Ramsamsam. Ah. Nee, nee, ist Halal. Just Beat! Hey, schau mal. Wir haben uns mal jetzt. Hier ist es unten sehr kühl, sehr angenehm. Im Sommer ist es angenehm. Yeah. Im Winter möchtest du weitergehen. Kettenrad gar nicht, du bist dran. Der Tretlager ist drin. Batterie schwach, Akku schwach. So, gut, okay, das ist die Abmoderation für heute. Das war's, es ist lang genug gewesen. Wir sehen uns auf alle Fälle. Bis morgen. Ciao.